sehr geehrte Frau Barnheuer. 49 Jahre alt wird die Arklon in diesem Jahr und ist damit die älteste Messe für zeitgenössische Kunst der Welt. In die Jahre gekommen ist sie allerdings keineswegs. Sammler und Kunstliebhaber, die brandaktuelle, atelierfrische Kunst suchen, sind in Köln genau richtig. Spätestens seit 1980 ist die Art Cologne die wichtigste Messeplattform für junge Kunst, für junge Künstler in Deutschland. Mit der Idee der Galeristen Philomene Magers und Gerhard F. Reins, einen Teil der Messe dem Künstlernachwuchs zu widmen, legten sie den Grundstein für das New Positions Programm, das als viel beachtetes Experimentellfeld bis heute fester Bestandteil der Art Cologne ist. Wir freuen uns, in diesem Jahr 21 Teilnehmer begrüßen zu können. Ziel des geförderten Programms ist es, junge, vielversprechenden Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten einem breiten und internationalen Publikum vorzustellen. 25 Quadratmeter am Stand ihrer Galerie können die von unserer Jury nach strengen Kriterien ausgewählten Künstler nutzen, um ihre Arbeit zu präsentieren. Ein Blick in die Liste der ehemaligen Teilnehmer macht schnell deutlich, dass die New Positions durchaus ein Sprungbrett in den internationalen Kunstmarkt sein können. So waren zum Beispiel Neo Rauch, Olaf Eliasson, Thomas Ruff, Rosemary Trockel, Stefan Balkenhol, Thomas Schütte, Günter Förg oder Candida Höfer schon Teilnehmer der New Positions. Meine Damen und Herren, junge Kunst lebt von gezielter Förderung. Deshalb freuen wir uns seit dem letzten Jahr mit der Deutschen Telekom einen Partner der New Positions gefunden zu haben, dem die Nachwuchsförderung in der Kunst sehr wichtig ist. Durch das Engagement der Deutschen Telekom können wir auch in diesem Jahr den Art Award for New Positions verleihen, der sozusagen als Best of the Best die gelungenste Präsentation auszeichnet und damit sicherlich ein weiterer Anreiz zur Teilnahme ist. Der Art Award for New Positions beinhaltet eine Einzelausstellung in der Kölner Artothek, eine Katalogveröffentlichung im Gesamtwert von 10.000 Euro. Ich freue mich, Antje Hundhausen, Leiterin 3D Brand Experience der Deutschen Telekom, heute hier begrüßen zu können. Liebe Frau Hundhausen, Ihnen und Ihrem Team möchte ich herzlich für die großzügige Unterstützung danken. Mein Dank gilt ebenso der Leiterin der Artothek, Raum für junge Kunst, Köln, Astrid Bardenheuer. Die Zusammenarbeit mit der Artothek hat schon viele spannende Ausstellungen möglich gemacht. Besonders freue ich mich, dass die Ausstellung unserer diesjährigen Gewinnerin mit größtmöglicher Öffentlichkeit zur kommenden 50. Art Cologne 2016 öffnen wird. Liebe Frau Bardenheuer, herzlichen Dank für Ihr Engagement. Danke vor allem auch an die Jury, die sich die Auswahl sicher nicht leicht gemacht hat. Frau Bardenheuer wird gleich noch einige Worte zur Juryentscheidung sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Die Jury hat sich in diesem Jahr für die Künstlerin Sabrina Fritsch entschieden. Sabrina Fritsch ist Jahrgang 1979, wurde in Neunkirchen an der Saar geboren. Sie studierte in Mainz zunächst an der Kunstakademie, dann später in Düsseldorf und schloss bei Peter Doig ab als Meisterschülerin. Sie lebte lange oder überwiegend in Düsseldorf. Ich habe jetzt erfahren, im letzten Jahr mehr in Viersen, wo auch die
Werke entstanden sind, die Sie eben jetzt auf der Art Cologne in der Galerie Van Horn sehen können und mit denen Sie auch diesen Preis, den Cologne Art Award von New Positions, gewonnen hat. Sabrina Fritsch überzeugte die Jury mit ihren großformatigen, abstrakten Werken. Ihr Umgang mit Oberflächen und Texturen ist malerisch präzise. Lasierte Farbräume kontrastieren mit dichtem und dennoch strukturiertem Material. Sabrina Fritsch setzt mit ihren Gemälden und Drucken ein starkes und eigenständiges Statement zu einer poetischen Malerei. Wir, die Jury, hofft und wünscht, Sie mit diesem Preis öffentlich so bekannt zu machen, dass Sie ihre Strahlkraft über das Rheinland hinausreicht, und wünschen ihr in jedem Fall für ihre künstlerische Zukunft alles Gute. Ja, danke schön, Frau Bordenheuer, danke schön, Daniel Huck und die gesamte Jury. Ich sehe hier auch einige noch aus der Jury. Ganz herzlichen Dank, das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, dass wir zum zweiten Mal diesen Award überhaupt übernehmen konnten und sind uns sicher, das wird auch noch eine längere Reise werden, weil wir als Telekom haben unser großes Anliegen, es junge, talentierte Künstler zu fördern. Das nicht nur mit diesem Award, sondern auch mit unserer Art Collection Telekom, die im Fokus hat, junge, aufstrebende Künstler aus dem Raum Ost- und Südosteuropa zu fördern. Und dabei ist es uns ganz wichtig, eben jungen Künstlern eine breite Öffentlichkeit zu geben. Vor allen Dingen breit in dem Sinne, wie es Telekom auch nun mal ist, zugänglich zu machen über klassische Medien, aber auch über die digitalen Medien. Und da sind wir gerade dran, auch neue Technologien zu entwickeln, sei es Smart Museum, Apps und so weiter und so fort. Es ist alles noch in der Brutstätte, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da auch einen Schub in Richtung Digitalisierung leisten können. Ja, erstmal freue ich mich riesig, dass Sabrina Fritsch hier vorne auch schon sitzt und wir dann im nächsten Jahr ihre Ausstellung dann besuchen können und diesmal dann auch während der Art Cologne, was ich ganz fantastisch finde und was auch unser Vorschlag war, dass wir es zeitgleich zur Art Cologne machen und nicht so danach. Das ist ein Experiment, aber ich glaube, bin zuversichtlich, dass das gut aufgeht und würde jetzt einfach gern Ihnen, Sabrina Fritsch, ganz herzlich gratulieren und freuen uns jetzt schon auf die nächsten Arbeiten, an denen Sie gerade arbeiten.